Ein herzliches Hallo, hier ist Heidi Wellmann und ich grüße dich und herzlich willkommen zu einem neuen Seelenimpuls rund um die Berufung, Lebensaufgabe, dem Seelenplan für die kommende Woche. Ja, es kommt diesmal ein kleines bisschen später, wie gewohnt, aber nichtsdestotrotz habe ich wunderbare Botschaften, wunderbare Impulse, sind ganz, ganz interessante Themen hochgekommen. Und ich freue mich schon, die mit euch zu teilen. Also, schön, dass du dabei bist. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Lass dich inspirieren und genieße. Und im Vorfeld möchte ich noch sagen, das ist ja der wöchentliche Seelenimpuls. Und kurz vor diesem Seelenimpuls habe ich auch die allgemeinen Tendenzen mal wieder aufgenommen. Es wurde mal Zeit, wieder, ein bestimmtes Thema anzusprechen, was ich auch getan habe. Und das könnt ihr auch in meinem YouTube-Kanal, könnt ihr danach schauen, weil es passt nämlich auch sehr gut zu den einzelnen Botschaften, die hier jetzt gerade sind. Und wie gesagt, es betrifft ganz, ganz viele Menschen und vielleicht bist du ja auch davon betroffen. Also, lass dich inspirieren von dem Seelenimpuls für die Woche, aber auch für die allgemeinen, die allgemeinen Tendenzen. Okay, und nun legen wir los. Und du kannst wieder wählen zwischen der 1, der 2 und der 3. Wähle jetzt. Wähle die 1, 2 oder 3. Ganz intuitiv. Okay, und wenn du dich für die 1 entschieden hast, dann habe ich das Thema, ganz große Überschrift, Ernährung. Ja, jetzt wirst du denken, okay, was hat das Thema jetzt mit Berufung, Lebensaufgabe, dem Seelenplan zu tun? Ich merke immer wieder, dass das Thema sehr viel sogar damit zu tun hat. Ja, es ist jetzt nicht das zentrale Thema, aber es ist ein Thema, das meines Erachtens doch sehr wichtig ist. Und das Thema Berufung, Lebensaufgabe, Seelenplan ist für mich ein ganzheitliches Thema. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Das heißt, also es geht vor allen Dingen darum, dieses Thema Körper, Geist und Seele, dass wir das als Einheit auch wahrnehmen, dass wir uns als Einheit wahrnehmen und natürlich auch allen drei Bereichen mit Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit entgegenkommen. Also nicht nur unserem Geist oder unserer Seele, sondern auch unserem Körper. Und da fällt natürlich auch das Thema Ernährung mit rein. Und wenn du die 1 gewählt hast, dann könnte das für dich ein Anzeichen sein, dass du das Thema Ernährung vielleicht einfach mal ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen könntest. Meistens ist es so, dass gerade in diesem Thema wir meditieren, wir schauen, dass wir uns alles Mögliche für unseren Geist antun und wir tun uns ganz, ganz viel gute Dinge, wir achten mehr auf das Thema Selbstliebe, wir vergeben, wir machen irgendwelche Meditationen, sonstiges, also ganz, ganz viel. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann gehen wir irgendwie raus und stopfen alles Mögliche, weil wir sind ja gerade irgendwie unterwegs und dann gehen wir zur nächsten Currybude und holen uns dann eine Currywurst mit Pommes oder sowas, und sind dann irgendwie danach völlig erledigt und völlig platt und überhaupt keine Energie, keine Kraft mehr. Und ganz ehrlich, das ist etwas, was wir wirklich überdenken könnten. Meines Erachtens ist das Wort Ernährung, deutsche Sprache, ich liebe sie, auch da steckt das Wort nähren drin. Und es ist jetzt die Frage, nährt dich deine Ernährung wirklich? Ja, bist du genährt? Wenn du etwas gegessen hast, fühlst du dich danach fit? Hast du Lust, etwas zu machen nach dem Mittagessen? Bist du voller Energie? Hast du Lust, Sport zu machen? Oder hast du Lust, dich zu verausgaben? Oder bist du total fit, auch im Kopf? Oder bist du eher so, dass du, dass du total K.O. bist und denkst, oh, jetzt so ein Nickerchen wäre ja gar nicht so schlecht. Aber meines Erachtens, wie gesagt, unsere Ernährung sollte uns nähren. Das heißt, sollte uns Kraft, Energie geben, Und für mich ist ein guter Indikator nach einem Essen, wenn ich voller Energie bin und Lust habe, etwas zu tun, dann habe ich mich meines Erachtens, dann bin ich genährt.
Ja, gerade wir hier in der westlichen Welt ist es tatsächlich so, dass wir essen zwar ganz, ganz viel und ganz viele Menschen, auch die besonders dick sind zum Beispiel, die verhungern im Grunde. Ja, also auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, aber sie sind überhaupt nicht genährt. Ja, und das ist wirklich ein großes Problem. Und das Thema ist, warum das auch hier aufschlägt, ist, letztendlich ist es so, es heißt nicht, wenn du nicht dich nährst, auch mit Nahrung, dass du da nicht deine Berufung leben kannst. Das ist nicht das Thema. Aber es ist meiner Erfahrung nach viel, viel schwieriger, wenn unser Körper, unser System, also unser Tempel für unseren Geist und für unsere Seele, wenn der so belastet ist, ja, dann ist es viel, weil dann hat der Körper einfach mit anderen Themen zu tun. Dann hat er extrem mit Verdauung zu tun und zu gucken, dass er uns wieder heilt, ja, also die Selbstheilkräfte aktiviert. Und dafür braucht er Energie. Diese Energie zieht eher im Grunde davon ab, dass wir uns mehr entfalten können. Also wenn wir uns wohlfühlen, dann ist Entfaltung viel, viel einfacher. Und das hat ganz, ganz viel mit Ernährung zu tun. Ja, also ich möchte dich einfach inspirieren, mehr auf das Thema Ernährung zu achten. Denn letztendlich, je mehr du genährt bist, desto mehr kannst du auch leuchten. Ja, und glaub mir, ich weiß, von was ich rede. Ich habe irgendwann mal über 125 Kilo gewogen. Das ist zwar schon sehr, sehr lange her, aber das Thema Ernährung war für mich immer ein großes Thema. Und ich kann wirklich selbst aus Erfahrung sprechen. Also in den Zeiten, wo es mir nicht so gut ging und wo ich auch Themen verdrängen wollte im Grunde, ja, habe ich immer ganz, ganz viel gegessen. Also ich habe das immer Koma-Essen genannt, also vor allem im Nachhinein. Ja, ich habe mich ins Koma gegessen. Dadurch bin ich also müde geworden. Dann musste ich mich hinlegen und dann musste ich mich natürlich nicht mehr mit den Themen beschäftigen, die mir wichtig sind, ja. Oder ich kam schwer in die Gänge, weil, ach ja, ich könnte jetzt eher so ein bisschen entspannter machen und so weiter. Ja, obwohl ich eigentlich immer ein sehr aktiver Mensch war. Also es war immer besonders schwierig für mich, das alles irgendwie so zusammenzukriegen, ja. Also ich will jetzt hier nicht dir irgendwie sagen, du sollst die und die Ernährungsweise, also ich will keine bestimmte Ernährungsweise propagieren. Wobei für mich persönlich, wenn du mich fragst, also wie ich mich ernähre, ist es so, dass ich mich vegan ernähre. Ich ernähre mich hauptsächlich von veganer Rohkost. Also ich bin nicht immer 100% Rohköstlerin. Es gibt so Phasen, wo das der Fall ist. Es gibt aber auch Phasen, wo ich dann auch, eben nicht, also gekochte Sachen auch mal, gekochtes Gemüse oder so mal zu mir nehmen. Aber das Thema Fleisch oder sowas ist überhaupt kein Thema für mich. Auch keine Mehlprodukte oder keinen normalen Zucker, keine Milchprodukte und sowas. Das ist alles nicht was für mich irgendwie stimmig ist. Heißt aber nicht, ich sage jetzt nicht, du sollst das genauso machen, ja. Also nicht, dass du jetzt umfällst und denkst, oh Gott, ich kann ja gar nichts mehr essen, ja. Also gerade wenn du Normalesser bist, in Anführungsstrich, was auch immer das heißt, aber so dem, ich sage jetzt mal, der breite Massen entsprechend, dann denkst du vielleicht, wie, keine Wurst mehr, kein Käse, keine Milchprodukte, kein Brot mehr, um Gottes Willen, ja. Nein, das meine ich nicht. Teste für dich heraus, fühl in dich hinein und schau, welche Ernährung, was tut dir da gut? Ja, und wenn dir etwas besonders gut tut, dann konzentriere dich mehr auf diese Ernährung oder iss mehr davon. Gib diesen Lebensmittel, ja, die auch tatsächlich dann Lebensmittel sind, auch mehr Raum in deinem Leben. Und du wirst merken, dass sich da etwas verändert in dir. Ja, also ich kann da wirklich vor allen Dingen aus eigener Erfahrung sprechen und über dieses Thema könnte ich ewig lang sprechen, weil es für mich auch ein sehr wichtiges Thema ist und mir auch wirklich sehr am Herzen liegt, weil es ist tatsächlich, ja, unser Körper ist unser Tempel und wir können da sehr, sehr viel für unseren wunderbaren Tempel tun, natürlich unter anderem auch mit dem Thema Ernährung. Also mit diesem Impuls will ich dich einfach nur inspirieren, einfach den Fokus mal auf das Thema Ernährung zu richten und zu schauen, was hat es bei dir mit dem Thema Berufung zu tun? Ist es dir dienlich oder kannst du einfach da vielleicht bestimmte Dinge, Themen nochmal genauer unter die Lupe nehmen, was vielleicht nicht so rund läuft bei dir? Und einfach mit dieser Anregung, dass du Lebensmittel, also wo echtes Leben noch drin ist, ja, in Ravioli, ganz ehrlich, ja, aus einer Dose, frag dich doch mal, ist da wirklich, steckt da Leben drin? Im Vergleich zu einem Apfel oder einem tollen Salat oder andere Lebensmittel, wo echtes Leben noch drin steckt, ja? Wo Nährstoffe drin sind.
ja, also die uns nähren. Also frag dich da, sei einfach ein Bewusster. Und natürlich zum Thema Ernährung kommt meines Erachtens nicht nur dazu, weil viele gerade im Rohkostbereich sagen, ja, aber du musst es so und so machen und nur die Ernährung ist die richtige. Das ist nicht ganz das, was ich als Erfahrung habe, sondern zum einen natürlich ist es das, was wir essen, aber auch wie wir etwas essen. Nimmst du dir Zeit für deine Ernährung? Vielleicht ernährst du dich auch ganz wunderbar, ja, aber du bist immer so, also eine sehr gute Freundin von mir, die ernährt sich ziemlich gut, aber ich sehe die ganz selten im Sitzen essen. Sie hat Kinder und die ist immer irgendwie unterwegs und meint immer, sie müsste immer ganz schnell da mal essen, da mal essen, da mal essen. Also sie nimmt sich nie Zeit fürs Essen. Also manchmal weißt du gar nicht, was sie so gegessen hat den Tag über, weil sie sich einfach keine Zeit genommen hat. Also nicht das bewusst wahrzunehmen, mit Liebe auch, ja, und diese Energie auch wahrzunehmen, sich Zeit zu nehmen für das Essen, für das Genießen, für den eigenen Körper, für das Fühlen, für das Wahrnehmen und so weiter. Also das ist für mich auch nochmal ein Punkt, nicht nur, was ich esse, sondern wie ich es esse, ja. Also, und wie gesagt, und der Puls kam auch, je mehr du dir erlaubst, dich zu nähren, auch mit Lebensmitteln, je mehr wird dein Licht leuchten. Also das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, okay? So, und natürlich, da kommt wieder die Wochenaffirmation und der Zahlencode, der passende für dich. Und der da wäre, ich lasse bestehende Gewohnheiten jetzt los. Ich lasse bestehende Gewohnheiten jetzt los. Und der Zahlencode ist die 5666445. Also die 5666445. Ja, das war der erste Teil. Okay, und als ich eben auf die Zeit geguckt habe, als ich das gesagt habe, stand da die Zahl 11:22. Also beim Zeitpunkt 11:22 war ich jetzt. Auch eine sehr spannende Zahl, nur mal so am Rande. Okay, das nächste, wenn du jetzt die 2 gewählt hast, dann geht es bei dir um, sehr, sehr passend zum aktuellen Impuls, es geht um das Thema Beziehungen im Zusammenhang mit dem Thema Berufung. Also Beziehungen, aber auch das Thema, also Liebesbeziehungen und es geht auch um das Thema Familie, also Familienbeziehungen generell. Und ganz ehrlich, vielleicht hörst du das jetzt nicht so ganz gerne, aber es geht vor allen Dingen darum bei dir, alte Strukturen innerhalb von Beziehungen, von deiner Liebesbeziehung oder auch der Vorstellung, wie eine Liebesbeziehung sein sollte und bei Beziehungen innerhalb deiner Familie alte Strukturen loszulassen, alte Gewohnheiten, alte Verhaltensweisen, dich von alten Mechanismen zu trennen. Weil letztendlich ist es so, du wirst nicht drum herum kommen, du wirst dir diese Themen anschauen. Bei dir ist es jetzt ganz, ganz präsent, diese ganzen Beziehungen auf den, ja, im Grunde vielleicht sogar auf den Prüfstand zu stellen und dich selbst zu prüfen. Wie stimmig ist das alles noch? Wie authentisch bist du in dieser Beziehung? Lebst du dich in der Beziehung zum Beispiel zu deinen Kindern, zu deinem Partner, zu deinen Eltern, zu deinen Großeltern, zu deiner Schwester, zu deinem Bruder, zu deiner Tante, zu deinen Nichten, zu was auch immer? Ja, es geht wirklich um die Familienkultur, aber ich möchte auch nochmal ganz explizit, weil es ganz besonders zur Zeit ist, dieses Thema Liebesbeziehungen. Also auch da, dich nochmal ganz konkret auf den Prüfstand zu stellen. Bist du authentisch? Liebst du vor allen Dingen dich selbst? Führst du Beziehungen aus der Selbstliebe heraus? Oder erwartest du zum Beispiel, dass in deiner Beziehung, dass irgendetwas sich bei deinem Partner oder deinem potenziellen Partner, Partnerin, dass da etwas kommt, dass du da etwas erwartest? Oder wartest du auf eine bestimmte Liebesbeziehung, ja? Und denkst, dass wenn die dann kommt, dass du dann ganz bist, dass du dann heil bist? Ganz ehrlich, das wird nie passieren. Egal, welche Form von Liebesbeziehung du führen möchtest oder führst. Ob es um Seelengefährten geht, ob es um die Dualseele geht, ob es um die Zwillingsflamme geht, es ist völlig egal. Im Grunde, ich kann nur sagen, heirate erstmal dich selbst, ja, und dann kannst du auch eine wirkliche Liebesbeziehung mit jemand anders eingehen. Auch egal, ob du das schon bist oder noch nicht. Klär einfach mal, ist das alles für dich stimmig? Liebst du dich so, wie du jetzt bist und
propagierst das auch nach außen, zeigst du dich wirklich in deinen Beziehungen, in all deinen, gerade in deinen Familienbeziehungen. Dazu kommen auch, ich will das gar nicht, ganz auf die Seite, aber bei manchen einem wird es auch das Thema Beziehungen, so kam mir jetzt auch gerade nochmal, berufliche Beziehungen wird auch ein Thema sein. Auch da, bist du authentisch? Bist du das, was in dir ist, zeigst du dich? Ja, ganz ehrlich, es ist jetzt die Zeit, Beziehungsthemen zu klären. Und vor allen Dingen, es geht nicht darum, dass du mit irgendjemand in den Clinch gehst, sondern vor allen Dingen, dass du dich selbst erstmal anschaust. Ja, wo bist du nicht ehrlich zu dir selbst? Wo bist du nicht ehrlich zu anderen? Ja, wo sagst du, wo im Grunde ein völliges Nein aus dir herausschreit? Ja, also dieses Thema Selbstliebe steht hier extrem im Vordergrund. Wo bist du noch in einem Kampfmodus? Wo hast du dir noch nicht vergeben? Mit welchen Themen, mit welchen Menschen bist du nicht in Frieden? Schließ Frieden bei dir, egal was sie dir getan haben. Mach dir bitte bewusst, dass egal was dir jemals irgendjemand angetan hat, im Grunde habt ihr als Seele das so verabredet, dass ihr bestimmte Erfahrungen machen könnt. Ich weiß, das ist nicht wirklich, das hören wir nicht so gerne, dass der Scheiß, der sozusagen da war, oder diese Dramen, dass du dir das wirklich ausgesucht hast als Seele. Aber im Grunde ist es so. Du wolltest und die andere Person oder Personen wollten bestimmte Seelen, also Erfahrungen machen. Und das können wir nicht nur als Seele, sondern das können wir nur personifiziert, ja, sozusagen in Fleisch und Blut. Und da sind diese ganzen Dramen. Aber mach es dir bewusst, dass das eine Erfahrung ist, die du machen wolltest. Also schließ Frieden mit dir. Schließ Frieden. Schließ Frieden mit den Menschen. Und lass vielleicht auch den ein oder anderen Menschen aus deinem Leben gehen. Du kannst sowieso niemand festhalten. Lass jeden los und lass nur wirklich das Band der Liebe zwischen dir und deinem Gegenüber, wer es auch immer ist, bestehen. Alles andere wird es Zeit, loszulassen. Ich weiß, das ist nicht einfach und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin auch durch die Hölle gegangen, ja, gerade in zum Thema Liebesbeziehungen und in meiner Liebesbeziehung. Ich weiß, von was ich spreche. Ich weiß, was es bedeutet, loszulassen und das Gefühl zu haben, du verlierst alles, du verlierst den Boden unter den Füßen, ja. Aber das ist nicht so. Du sollst nicht eine Person in dem Sinn loslassen, sondern nur diese Anhaftung an bestimmte, ja, an bestimmte Verhaltensweisen, an bestimmte, so wie du glaubst, es sollte sein. Lass das los. Lass es bitte los. Je mehr du loslässt und je mehr du nur zulässt, dass das Band der Liebe, das zwischen jedem Menschen im Grunde besteht, ja, dass nur dieses Band besteht, ja, Lass das zu und lass zu, dass du immer mehr zu dir kommst und dich gar nicht so sehr darum kümmerst, was da draußen ist. Sei ehrlich zu dir selbst, liebe dich bedingungslos. Ich weiß, das ist sehr schwer, auch wenn du das nicht ad hoc kannst, aber du kannst es jeden Tag ein bisschen mehr, immer mehr. Ja? Und je mehr du das tust, desto ehrlicher, authentischer werden auch deine Beziehungen, ja, wahrhaftiger. Aber es fängt bei dir an. Und es wird Zeit, das zu tun. Ja, es ist wirklich Zeit. Und auch wenn es sich schwierig anhört, vielleicht, wenn du jetzt gerade zuhörst, aber das ist auch, ja, der Weg ins Paradies. Über die Selbstliebe, über die Vergebung und, ja, dieses Annehmen, wie es jetzt ist und vor allen Dingen dir selbst vergeben und in Frieden zu kommen. Ja, also das war jetzt bei dir Thema, also dieses zum einen löst du dich von bestimmten Verhaltensmustern, Denkmustern, vielleicht auch von Menschen, von Situationen, von Konstrukten, aber gleichzeitig ist es für dich ganz wichtig, du stehst an meines Erachtens an so einer Schwelle, diesem Lösen, du hast bestimmt auch schon ganz viel zu diesem Thema gemacht, bin ich ziemlich sicher, aber auch gleichzeitig so das Neue, also so zwischen das Alte und das Neue, da, an diesem Punkt, genau da stehst du jetzt meines Erachtens. Deswegen habe ich auch bei dir, ja, wie soll das anders sein, 2 Affirmationen und 2 Zahlencodes. Und das eine betrifft also
Ich lasse Veränderungen entspannt geschehen. Ich lasse Veränderungen entspannt geschehen. Und der Zahlencode ist die 545886. Die 545886. Und die nächste Affirmation ist, ich heiße Neues willkommen. Ich heiße Neues willkommen. Und der Zahlencode ist 342165. 342165. Okay, das war der zweite Impuls. So, und jetzt geht es zum dritten Impuls. Wenn du die drei gewählt hast, dann ist das Thema, große Überschrift, ja, Liebe heilt Angst. Das kam so, ja, klar irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass bei dir das Thema Angst, Ängste noch ganz schön im Vordergrund steht. Und gerade zum Thema Berufung, was da so zum Beispiel alles auf dich zukommt. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht nur das Thema Berufung betrifft und Lebensaufgabe, sondern ich habe auch bei dir das Gefühl, dass das noch andere Lebensbereiche betrifft, dass das deine Ängste noch ziemlich im Vordergrund sind und dass du auch deinen Fokus mehr auf die Ängste legst, wie auf das Thema Liebe. Natürlich hat es auch hier viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Es hat aber auch viel mit dem Thema, ich sage jetzt mal, mit Reinigen zu tun. Also mir kam da auch der Impuls, dass du ganz viel, also deine Ängste, du sammelst die, habe ich irgendwie so das Gefühl. Und du behältst sie in deinem System. Ja, und jetzt hast du viele Möglichkeiten, sozusagen deine Ängste loszulassen, sie zu transformieren und zu heilen. Und ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen wollte, ist das Thema Chakrenreinigung. Also bei dir könnte es sehr hilfreich sein, wenn du deine Chakren reinigst. Also vor allen Dingen die Hauptchakren, aber auch andere Chakren. Ja, also nicht nur die Hauptchakren, aber vor allen Dingen erstmal die Hauptchakren. Um da sie zu reinigen und sie dann auch mit Liebe aufzufüllen, ja. Also sozusagen erstmal loszulassen, was da ein Dreck, Müll und das, was da nicht mehr, in Anführungsstrichen, was da nicht mehr hineingehört, was dir nicht mehr dienlich ist und das Ganze mit Liebe aufzufüllen. Im Internet findest du ganz viele Möglichkeiten, Chakren zu reinigen. Da gibt es ja viele Methoden. Such dir einfach etwas aus, was für dich wichtig ist. Aber das Thema, sich einfach den Chakren mal zuzuwenden, ist meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Themen oder Möglichkeiten, Ängste zu transformieren und sich davon zu lösen. Schau einfach mal, was für dich passend ist. Aber meines Erachtens ist es wichtig, Folgendes zu beachten. Bei den Ängsten ist es der allererste Schritt meines Erachtens, ist, sie überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ja, und nicht das Schlimmste bei den Ängsten ist, oder warum Ängste so dramatisch sind, ist, weil wir sie wegdrücken, weil wir Angst vor der Angst haben. Ja, wir wollen es nicht anschauen, weil es könnte schmerzhaft sein. Aber das nicht schauen wollen ist der viel, viel schwierigere Prozess, wieder hindurch zu gehen. Die Angst verliert auch tatsächlich diese Gewalt, wenn wir uns erlauben, sie wahrzunehmen und sie anzunehmen, nicht mehr dagegen zu kämpfen. Ich komme immer wieder auf dieses Thema annehmen. Wer mich kennt, weiß, dass es eins meiner Lieblingsthemen ist, weil es tatsächlich auch so ist. Weil wir uns oft gegen etwas wehren, gegen bestimmte, vor allen Dingen Ängste. Wir haben jetzt keine Zeit, weil wir müssen uns um die Kinder kümmern, wir müssen uns um das Haus kümmern, um das Auto muss in die Werkstatt gebracht werden und ich muss für meinen Chef noch das machen oder was auch immer. Es gibt Millionen Möglichkeiten, ja, warum du dich diesem einen bestimmten Thema, dieser Angst nicht stellen, weil es ist, ne, man braucht ja auch dafür ein bisschen Zeit, aber Herrgott, nimm dir die Zeit, nimm dir bewusst Zeit, um deine Ängste wahrzunehmen und sie zu lösen, ja, sie loszulassen, sie zu heilen. Wenn du es nicht tust, bleiben sie trotzdem bestehen, also sie gehen nicht weg, ja, sie gehen nicht weg, also erlaube dir,
sie wirklich, nimm dir Zeit, nimm dir mal einfach Zeit, schau dir an, welche Ängste kommen zum Thema Berufung bei dir hoch. Nimm dir einfach ein Blatt Papier, nimm dir Zeit, ja, ein bisschen weg von der Familie oder wie auch immer, ein bisschen abgeschottet, vielleicht gehst du auch raus in die Natur. Ich meine, jetzt, hallo, jetzt haben wir, es ist wunderbar, jetzt kann man rausgehen, ja. Nimm dir einfach Papier oder auch deinen Laptop oder dein Handy und schreib einfach, sprich auf, welche Ängste bei dir zum Thema Berufung hochkommen. Und nimm sie wahr, sie sind da, auch wenn sie noch so abstrus sind, ja. Und du denkst, oh Mensch, die habe ich doch schon längst bearbeitet, ja. Aber wenn sie noch da sind, dann nimm sie doch bitte erstmal wahr. Ja? Und indem du sie wahrnimmst, verlieren sie, das ist schon der erste Schritt, verlieren sie an Schrecken. Ja? Nimm sie wahr. Und die Angst, also Liebe heilt Angst. Wie gesagt, das war so die Überschrift, die so kam. Es ist wirklich so, stell dir doch auch bitte vor, dass die Liebe, dieses Angstthema, das du hast, flutet dieses Angstthema wirklich mal ganz bewusst mit Liebe. Stell dir vor, du hast in der einen Hand dieses Thema. Ja? Zum Beispiel die Angst zu versagen, wenn du deine Berufung lebst. Dann stell dir diese Angst zu versagen, nimm sie einfach mal in diese Hand und stell sie dir vor. Lass sie manifest werden, ja? Nimm sie wahr, fühl sie auch, ja? Und dann stell dir vor, in dieser anderen Hand, die andere Hand ist gefüllt von Liebe. Vielleicht konzentrierst du dich ja auch darauf, lässt da ganz bewusst Liebe in diese Hand hineinfließen und lässt dann die eine Hand lässt die Liebe sozusagen, dass die eine Hand dann ja die Liebe über diese Angst, diese Verlustangst drüber fließt, hindurchfließt. Und während ich das schon mache, merke ich schon, wie die Energien fließen. Ja, mach das, probier das mal aus. Das ist nur eine kleine Technik und es gibt Millionen Techniken und ich will gar nicht sagen, ich halte sowieso nichts davon, von diesen Techniken wie, du musst das so oder so machen und nur so funktioniert es und nur mit diesem Einweihungsgrad funktioniert es, ganz ehrlich, für mich ist das an den Haaren herbeigezogen. Wer hat denn gesagt, dass nur ein bestimmter Einweihungsgrad oder nur mit der bestimmten Möglichkeit, nur dann kannst du irgendetwas machen. Wo kommt das denn her? Wer hat dir die Erlaubnis dazu gegeben, dass du andere einweihen kannst? Ja, in Anführungsstrich. Ganz ehrlich, wir sind alle mit allem verbunden, also haben wir alle auf alles Zugriff. Manche sind bewusster, andere sind vielleicht nicht so bewusst. Das ist der einzige Unterschied. Es gibt niemanden, der besser oder schlechter ist. Oder mehr Liebe zur Verfügung hat. Ja? Wir nehmen es bloß vielleicht nicht wahr. Also du kannst alles machen. Stelle dir auch deine eigene Technik, wie du zum Beispiel mit dem Thema Angst umgehen kannst. Vielleicht möchtest du einfach rausgehen in die Natur und einfach die Angst rausschreien. Ja? Warum sollte das nicht helfen? Vielleicht möchtest du auch einfach rausgehen in die Natur und einfach deine Angst auch abgeben in die Natur. Die Natur bitten dir zu helfen. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass dir Engel helfen können. Dass dir Feen helfen können, dass dir Zahlen helfen können, dass dir ein Coach helfen kann. Ja, vielleicht allein durch das Sprechen. Vielleicht hast du das Gefühl, wie auch immer. Ja, mach das, was bei dir so hochkommt. Und lass dir von niemand sagen, du kannst nur so oder so, kann zum Beispiel Angst geheilt werden. Geheilt werden. Du kannst es, ja. Es gibt 1000 Möglichkeiten dafür. Aber mach dir bewusst, dass wirklich Liebe Angst heilt. Ja? Also das sollte als große Überschrift bei dir auch drüber stehen. Und wie du das machst, wie du diese Liebe sozusagen der Angst zuführst, ja, oder die Liebe mit Angst flutest, das ist genauso wie, das einfachste Beispiel finde ich dafür, stell dir doch mal vor, ein dunkler Raum und die Tür ist geschlossen. Und du kommst aus einem anderen Raum, der hell ist und machst die Tür auf. Was passiert? Wird der Raum, der hell ist, wird der jetzt von Dunkelheit geflutet? Oder wird der dunkle Raum von dem Hellen geflutet? Das Helle durchfließt das Dunkle. Die Liebe durchfließt die Angst. Also arbeite in Anführungsstrich mit der Liebe. Ja? Lass die Liebe die Angst ja, durchfluten. Wie du das machst. Wie gesagt, wähle eine für dich passende ja, Möglichkeit und traue dich, das so zu machen, wie es für dich richtig ist.
Vielleicht hast du auch Angst, Angst. Vielleicht hast du auch Lust, die Angst wegzuzeichnen. Ja, vielleicht hast du auch wirklich Lust, irgendwie das zum Beispiel diese Verlustangst aufzumalen und sie dann wirklich wegzuzeichnen, mit was anderem drüber zu zeichnen. Das heißt nicht, dass du die Angst übertünchst, du nimmst sie ja wahr. Dieses Wahrnehmen ist wichtig. Das habe ich, das meinte ich vorhin. Also Angst ist nicht so, nicht nur das positive Denken, das ist zwar ganz nett, aber es geht vor allen Dingen darum, das auch wahrzunehmen. Und wenn wir es wahrnehmen, dann verliert es den Schrecken. Ja, nimm es wahr und wähl eine Möglichkeit, wie du sozusagen Liebe mit Angst besiegst. Ja, ich weiß, vielleicht hört sich das ein kleines bisschen kitschig an, aber im Grunde weißt du ganz genau, dass es so ist. Ja, nur so. Es gibt auch nur diese zwei Urzustände. Ja, es gibt nur die Liebe oder Angst. Alles brichst du runter. Letztendlich handelst du aus der Liebe heraus oder aus der Angst heraus. Ja. Also ist auch die logische Konsequenz, dass du Liebe, dass Angst mit Liebe geheilt werden kann. Ja, also, das war ein ganz großes, ja, das kam, ist sehr, sehr wichtig, wenn du, wie gesagt, die drei gewählt hast. Und für dich habe ich auch eine passende Affirmation und einen Zahlencode. Okay, die Affirmation lautet: Ich lasse alle Ängste los. Ich lasse alle Ängste los. Okay, und der Zahlencode ist die 4589-9773. Der ist ziemlich lang. Die 4589-9773. Okay. So, ihr Lieben, das war's mal wieder. Ich bin am Ende angekommen und ja, das waren der Seelenimpuls für die kommende Woche rund um die Berufung, Lebensaufgabe, Seelenplan. Und ich danke dir von Herzen, dass du ja zugeschaut hast. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich inspirieren kann. Und ich freue mich natürlich noch viel, viel mehr, wenn ich das konnte, wenn du dieses Video likest, wenn du es teilst und wenn du den Kanal abonnierst. Und auch diesmal kann ich nur sagen, hier erwartet dich noch eine ganze Menge. Also ja, abonniere den Kanal und lass dich überraschen, was so in den nächsten Wochen und Monaten noch hier alles so passiert. Und ja, es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge, werden hier noch kommen. Okay, ja, also ich danke dir. Und an der Stelle kommt jetzt gerade noch mal hoch in mir. An der Stelle möchte ich auch noch mal ganz besonders meinen ja Hunderten, Tausenden von Teilnehmern, Klienten, Menschen, die bei mir die Ausbildung machen, ganz, ganz herzlich mich bedanken. Weil letztendlich ist es so, dass natürlich sind das alles auch meine Erfahrungen, die ich hier weitergebe. Aber vor allen Dingen auch deswegen, weil ich ganz viel auch durch die Interaktion, sprich durch meine Coachings, durch die Ausbildung, durch die Workshops, durch die Seminare, also durch diese Interaktion mit diesen ganz, ganz vielen Menschen zum Thema Berufung, Lebensaufgabe, dass ich dadurch immer mehr auch Impulse bekomme und auch Themen auch immer wieder ansprechen kann und erst dadurch überhaupt die Möglichkeit habe, sozusagen das hier zu machen, ja, weil ich so viel ja, Menschen begleiten darf. Und deswegen gilt hier mein ganz besonderer Dank an euch, meine Lieben, die ich schon ja teilweise lange begleiten darf, manchmal auch nur kurz. Ich danke euch von Herzen und schön, dass ihr euren Weg mit mir geht und euch von mir inspirieren lasst und ja mich Teil eures Weges ja, lassen sein, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Okay, dass ich Teil eures Weges sein darf, so rum war es. Okay, manchmal, ich blubber zwar sehr viel und aus mir kommen noch viele raus, aber manchmal ist einfach irgendwie, keine Ahnung. Okay, also nochmal herzlichen Dank und alles Liebe für euch. Bis bald. Ciao.